Bei uns im Islam darf man keine voreheliche Beziehungen haben. Wenn ein Mann und eine Frau eine Beziehung anfangen wollen, dann müssen sie heiraten. Und wenn sie zusammenleben wollen, dann müssen sie heiraten. Und übrigens, das ist nicht nur im Islam, das ist auch im Judentum so und Christentum so. Und übrigens auch in anderen Weltanschauungen ist die Sache so, dass der Mann mit der Frau einfach ohne Heirat lebt. Es gibt sowas nicht. Die Menschen haben sowas nicht gekannt. Und das, was sie gekannt haben damals, ohne Heirat miteinander zu leben, das war für sie natürlich eine Sünde oder keine richtige Vorstellung. Und selbst wenn wenn die Tochter Muslimin ist und Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, mindestens, okay, wenn der Mann Muslim ist, dann kann sie mit ihm Heiratsvertrag abschließen oder können sie als verheiratete Leute leben und nicht in Sinne, in Unzucht, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und das ist sehr schlimm. Und übrigens, dass die Menschen heute viele Krankheiten haben und dass die Natur solche, sage ich jetzt, abwechselnde Wirkungen hat, das hat damit zu tun, dass die Menschen sündigen, unter anderem, dass sie, wal-iyadu billah, unehelich miteinander leben. Wir sind Muslime und wir halten uns an unsere Religion. Dass der Papst was anderes sagt oder dass die anderen ihre Religion ändern, das ist ihre Sache. Aber wir dürfen unsere Religion nicht ändern, weil diese Religion von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und das ist seine Religion und wir haben Koran und wir haben Sunna und wir haben Konsens der Gelehrten. Und das ist klar.